Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Andy Rollp und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fire Emblem Engage. Ja, in der letzten Folge haben wir uns hier reingemacht in die Nebenquest Aufkeimendes Talent. Und ja, wir haben... Boah, mir steckte vor der Aufnahme irgendwie was im Hals fest. Jetzt ist er natürlich hier voll am Stören. Aber egal. Ja, wir machen heute mal den Nebenquest. Und hoffentlich ist jetzt nicht irgend so ein bescheuertes Knacken während den Gesprächen zu hören. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich weiß nicht, wie oft ich schon irgendwelche Probleme mit diesen neuen Capture-Dingen hatte. Ne? Ich habe mir halt ja eigentlich nur geholt, damit die Streams ein bisschen bessere Qualität hatten, weil mein Alt konnte nicht in höhere Qualität streamen, weswegen die voll dämlich aussahen. Und ja, deswegen habe ich mir mal vor ein Jahr oder so ein neues zugelegt und ich habe in dem einen Jahr schon mehr Probleme, vielleicht schon irgendwie doppelt oder dreifach so viel Probleme wie in den 7 oder 8 Jahren, in dem ich dann andere Teil hatte. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber es kotzt mich ein bisschen an. Wir haben eine Testaufnahme gerade gemacht. Da war alles in Ordnung. Hoffentlich bleibt das auch so. Und ja, wir gehen jetzt hier rein und machen diese Quest. Ich habe mir mal angesehen, mit was wir hier zu kämpfen haben, was wir hier machen müssen. Wir sind Dorfbewohner, die wollen wir am besten alle beschützen, weil wenn man Dorfbewohner in Fire Emblem beschützt, dann kriegt man normalerweise immer was Gutes am Ende des Kapitels. Und ich habe mir jetzt gedacht, das wird ziemlich schwierig, weil hier sind viele Gegner und viele Dorfbewohner, aber dann ist mir aufgefallen, er ist ein Kampf mit Heilung. Also er kann die beiden heilen, wenn sie angegriffen werden. Ich glaube, die sind nicht mit einem Schlag weg, ne? Ich glaube nicht. Schick 8. Nee. Ich tue aber trotzdem so schnell wie möglich die Gegner erledigen. Ich habe mir so ein bisschen was überlegt, was ich hier mache in den ersten Zug. Und da ist auch das erste Kapitel, wo wir uns entscheiden müssen, welche Charaktere wir mitnehmen wollen. Ne? Die Charaktere habe ich alle hier reingepackt. Auf der Bank erstmal für dieses Kapitel. Luis, Chloe und Wanda. Einige sind ein bisschen selbstverständlich, dass ich die mitnehmen muss. Also Fram zum Beispiel zum Heilen. Hat sie Heilung? Ja. Ich habe, glaube ich, so ein paar Sachen noch gekauft, so Waffen und so was alles, ne? Hier habe ich den Panzerbrecher gegeben. Hier habe ich ein Eisenschwert gegeben. Hier habe ich einen Miniaturbogen gegeben, mit dem sie nicht verlangsamt wird, wegen ihr Gewicht. Wegen ihrer Figur, meine ich, und der Gewicht der Waffe, meine ich. Hier habe ich eine Leichtachse gegeben, damit er vielleicht besser trifft und auch manchmal doppelt. Und blockieren habe ich auch mal mitgenommen. Ich weiß nicht, ob ich das gebrauchen werde. Aber okay, gut, ich mache noch mal hier ein Sicherheitssave. Ja, ich habe noch nicht hierüber gesaved. Und dann gehen wir mal hier rein. Ich kann nur 7 Leute mitnehmen. Also vielleicht kriegen wir doch den einen Jungen hier, den wir letztens gesehen haben in der Cutscene. Und ja, dann gucken wir mal, wie es hier abläuft. Ja. John und John. Okay, einer von den beiden ist definitiv rekrutierbar. Ich will schon fast sagen, der Junge eher. Und vielleicht sogar beide. Und was ist er für eine Klasse? Ist er auch ein Heiler? Dann habe ich ja 3 Heiler. Das glaube ich ein bisschen zu viel. So. Siehst du eine Einheit mit Sprechblasen, bewege ich neben sie und wähle Reden. Solche Einheiten anzusprechen ist eine gute Möglichkeit, weitere Verbündete zu rekrutieren. In manchen Fällen sprechen diese Charaktere nur mit bestimmten Leuten. Oh, ich habe gerade Fram gesehen. So, kann ich irgendwo sehen? Das konnte man früher in den früheren Teilen nachsehen. Nee. Ich nehme an, wenn ich hier so... Ah, ja, guck mal hier, ihn kann ich ansprechen. Okay, wir müssen also dahin. So, was bist du denn? Du bist auch ein Kampfmönch. Falscher Knopf. So, du hast erste Stufe und Heilung, Expertise. Vielleicht erinnert einen erhöhten Staatswertzuwachs beim Level Up. Ja, er ist also... was in den anderen Spielen normalerweise ein Dorfbewohner ist. Was Charaktere sind, die unglaublich schwach sind, wenn man sie trainiert, aber die unglaublich gute Werte haben. Wachstumswerte bedeutet, die bekommen mehrere Werte pro Level ab.
welche immer random sind. Übrigens, jeder Charakter hat einzigartige Werte, weil nicht so Prozentzahlen, und bei jedem Level Up hat man sozusagen eine prozentuale Chance, bestimmte Werte zu leveln. Das heißt, mit jedem Spieldurchlauf kann man er zum Beispiel könnte mit jedem Spieldurchlauf komplett anders irgendwie heranwachsen von dem Wert, ja, weil keine feste Werte sind und so. Was den Wiederspielwert von Fire Emblem Spielen unglaublich gut macht. So, mein erster Zug war, glaube ich, ihn hierhin zu bewegen, ne? Und dann Fram direkt daneben. Warte mal, kann ich blockieren? Ach, ich kann halt auf. So, sie wird sowieso nichts in dem Zug machen, dann kann man auch direkt hier reingehen, ne? Ich glaube, sie hat aber ein volles Inventar, ne? Trank der Verteidigung. Ja, brauche ich nicht. Ich weiß nicht, ob die Gegner hier irgendwie auf die Dörfer losgehen. Da ist ein Dorf, genau. Aber ich glaube, ich habe nirgendwo einen Banditen oder so gesehen. Ich muss sowieso nach rechts auf jeden Fall. So, wie sieht mein erster Zug aus? Sie möchte ich. Erstmal muss ich das hier im Augenblick behalten. Ich habe mir irgendwie was überlegt, aber das war schon beim letzten Mal, als ich aufgenommen habe. Ich glaube, ich wollte Alfred und Celine beide sofort verbinden. Mach mal das mal. Ich glaube, ihnen habe ich auch den Ritterdruck gegeben, ne? So, dann gehen wir hier rein, ne? Und was ich vorhatte, war mit dem Rittertod ihn zu erledigen. Treffer 101, auch 101, aber da macht mir Schaden. So, dann machen wir ihn als erst fertig. Bonk. Sehr gut. Und zu viel Werks kann es den Körper belasten. Sehr gut. Nicht schlecht. Ach, er kann sich ja noch mal bewegen, stimmt. Dann kann ich ihn hier aus der Reichweite von dem Schützen bewegen, aber der wird mich so oder so erreichen, ne? So, ich wollte ihn aber, ich glaube, ich wollte ihn sogar hier bewegen, ne? Da, kommst dahin. Dann verbinden wir uns mit Celica. Und sie setzt ihre super überpowerte Teleportrakne ein. Und dann gehen wir hier rein. Warte, kann ich mich sogar noch weiter nach oben bewegen? Ja, warte mal, ich wollte. Oh, sie verwandelt sich sogar zurück. Nee. Ich glaube, ich gehe da in Sicherheit. Also irgendwie, ja. Wollte ich nicht noch mal sehen. Na, können wir sie eigentlich hier bewegen, ne? Damit sie hier oder auch nicht. Der Schütze trifft sie da hinten. Ich glaube, ich wollte sie hier, aber lass mal so weit wie möglich nach oben gehen. Obwohl, ich könnte Hilfe da unten gebrauchen. Oh, sie wird ja sogar getroffen von den Gegnern. Okay. So viel dazu. Gut. Wir platzieren sie. Sie zieht genau 33. Ich glaube, das habe ich letztens ausgerechnet, ne? Habe ich mir gedacht, ja, das funktioniert. Aber habe ich gerade einen Schaden genommen. So, das ist mein erster Zug. Läuft gut, finde ich. So, dann wollte ich ihn, glaube ich, hier rein platzieren. Kann ich gar nicht. Dreck. Ja, also er muss dann hier halt warten, ne? Den Axtkämpfer, vielleicht sogar beide. Kann er beide aushalten? Verteidigung 5, 22, 21. Naja, ist sowas von tot, ne? Mathe. 22 minus 5, 17. Oh ja, er ist sowas von tot. Ja, dann locken wir mal nur einen von denen an. Sein Bündnis möchte ich mir noch aufbewahren. Sein Liberation habe ich ja mit zwei, habe ich, glaube ich, letztens schon on screen gezeigt, ne?
So. Ja. Und ihr beiden platziert euch dann daneben, ne? So als Rückendeckung. So, gut. So, 3 Schaden. Perfekt. So, gar nichts. Aua. Viel Schaden, Mann. Der Hauptcharakter ist voll die Glaskanone. Au. Ah. So. So, was machen die? Okay, ich wollte schon sagen, macht jetzt keinen Mist. Verbündete Einheiten, die man beschützen muss, die machen meistens sehr unnütze Aktionen, die einen irgendwie verbehindern können. So, ich möchte am liebsten mit ihnen hier runtergehen, damit er sich um das Ding hier kümmert. Ich weiß nicht, ob hier irgendwann mal einer kommt und versucht, das kaputt zu machen. Von daher sollte ich ihn vielleicht in der Nähe da behalten. Aber vorher... Na, du bewegst dich dahin, ne? Oder bewege ich dich hier hin? Ist eigentlich egal, ne? Also warte hier. Warte so. Ja. Ich hoffe, wir... Oh. Kretscher tapfer, unnützer. Ja, ich habe ihn hier platziert. Wegen mehr Support-Punkte. So, wenn ich Glück habe, du wirst ihn wahrscheinlich nicht erledigen können, ne? Nein. Warte, was? Warum kannst du nicht kontern? Ach, du hast Flut. Ach, Flut, genau. Flut ist doch auf einen. Ist auf eine Reichweite, ne? Was irgendwie voll dämlich ist. So, ich darf vielleicht irgendwie so machen. Also warte, ich bringe dich hier hin. Du hältst ihn hoch. Du hast ja einen Angriff überlebt, ne? Oder? Ja, ne? Ich meine, offensichtlich hat er einen Angriff überlebt, sonst wäre er jetzt tot. Aber sie hat genug Erfahrung, HP noch zum Überleben, meine ich. Dann brauche ich nicht extra jemanden dahin schicken, um den zu erledigen. Dann kommt er einfach hier im nächsten Zug und macht uns platt. So, 22 Angriff. Das sind 17 Schaden. Das ist genau ausreichend. Okay, machst du den platt. Gut. Und ich kann ihn dann angreifen, ne? So, ihr beiden müsst, glaube ich, hier mehr erledigen. So, er da oben bewegt sich nicht aus irgendeinem Grund. Finde ich gut. So. Kann ich einfach hier reingehen und den erledigen? Wie viel Verteidigung hast du? 12. Er macht 4 Schaden und du machst 16 Schaden. Magie, aber da warte mal, was habe ich gesagt? Oh, ich kann aber hier reingehen. Oh. Hm. Machen wir da als letztes. Erstes machen wir, soll ich auf den Axtkämpfer oder auf den, warte mal, kannst du, nein, verdammt, seid ihr alle so weit weg, ihr seid alle genau außer Reichweite. So, du wirst, macht man es jetzt, Seraphim macht alles. Schaden machst du mir 9. Okay, da ist ja noch voll einfach zu überleben hier. So, was macht Echo noch mal? 2 separate Angriffe. So, ausprobieren, wie das funktioniert. So. Mach ich platt. Stabaxt.
So, und jetzt kann ich doch mal angreifen. Perfekt. Ja, cool. Und den schon mal geschwächt. Ich werde ja nicht so doof sein und auf sie wieder losgehen, ne? So, Problem ist, zwei Leute sind jetzt hier am Überleben. Du machst 18 Schaden. Du hast eine Resistenz von 3. Wenn ich ihn hier hinpacke, wird er beide überleben, ne? Falsche Knöpfe. Mein Gott. Wird er dann überleben? Er macht nur 15 Schaden. Das heißt, er nimmt 8 Schaden. Geschicklichkeit 8, Geschicklichkeit 9. Oh ja, er wird sowas von überleben. Komm rein. Treffer am besten. Nein. Cool. Okay, wird sie beide. Sie wird nicht beide angefallen. Okay, vielleicht ist auch blöd genug und geht auf sie los. So. Er geht auf ihn los, genau. Das ist so gefährlich. Ich kann auch dafür sorgen, dass er auf ihn losgeht. Wäre eigentlich auch nicht schlecht. Aber ich muss ihn nach oben bewegen für den Links hier, für den Kollegen hier. Ich weiß auch nicht, was hier noch kommt, ne? So, dann gucken wir hier, wie ich das hier gemacht habe. Er sollte halt eigentlich alles überleben, ja, ne? Wenn ich das ausgerichtet habe. Da haben wir da unten das Dorf auch schon erledigt, nämlich. Und wir gehen jetzt hier rein für... Ist das nicht... Nein, das ist nicht im Hain. Ich kann mich auch einfach hier raus bewegen. Perfekt. Machen wir mal so. Einfach aus der Reichweite bewegen. Geht natürlich auch. Oh Mann. Oh Gott. Ich habe nicht gesehen. Ach, weil ich ihn wegbewegt habe. Genau. Oh. Ja, ich weiß sowas von aufgegangen. Oh, er geht drauf. Oh mein Gott. Warum? Nach weil der Rittertod so viel wiegt, ne? Mhm. Halt. Ich habe mich ein bisschen missgebaut. Lass mich noch mal zurück. Er überlebt mit einem Schaden. Okay, gut. Ach, du brauchst ein bisschen mehr, Kollege. Ach, das ist doch Pegasus Reiter auch noch. Ey. So, noch mal zurück. So. Er wäre auch gestorben, beinahe. Okay, gut zu wissen. Er kann nicht überleben. Aber ich kann ihn vielleicht. Nee. Okay, so es sieht ja noch nicht so aus, als wäre hier irgendjemand, der uns irgendwie... Ich könnte ihn auch erledigen eigentlich, ne? Was mache ich hier? Kann ich ihn einfach erledigen? Ich kann ihn einfach erledigen. Ich muss ihn aber mal näher hier hinpacken. Na gut, dann machen wir dich eben so platt. Zack. Hört.
solche Sachen passieren manchmal. Okay, haben man sich ein bisschen verkalkuliert, bevor man sich was sieht, ist jemand tot. Und ja, wenn ich jetzt einfach weiterspielen würde, dann könnte ich Alfred nicht mehr benutzen. Alfred wäre weg für das gesamte Spiel. Ich habe dich hier platziert, damit Fram dich den nächsten Zug heilen kann. Oh. Oh mein Gott. Gibt's doch jetzt einfach nicht. Er hat mich auch getroffen. Okay, gleiches Level ab. Ich sehe 40 verzerrt und jetzt kommen die alle auch noch auf uns los. Okay, Fähigkeit Effekte. Achso, das ist ja Skill Dingen, ne? So. Habe ich. Nein. Also wenn ich euch alle hier hinschicke, werden wir ja wohl überleben, ne? Ich darf nicht den Dings einsetzen, aber. Ach, mein Gott, ey, jetzt kriege ich ihn nicht down. Ha, und er erreicht ihn nicht, das gibt's jetzt nicht. Okay. Eigentlich gar keinen Unterschied, wo sie angreift. Obwohl, wenn ich neben den Hauptcharakter stehe, bekommen wir alle, können alle mehr Schaden anrichten, ne? Nein. So, ich glaube, ich muss meinen Hauptcharakter auch hier im Bündnis machen. So, du musst erstmal heilen. Mein Hauptcharakter mir hier nicht verreckt. Das glaube ich auch schon mal der Fall war, ne? So, da muss ich ja eigentlich Bündnis einsetzen, ne? Mal. Ich rufe dich. So. Und dann setze ich einfach den Rapier ein und dann ist er weg. Doof. Ich bin schon fast überrascht, dass mein Hauptcharakter nicht so stark ist, ey. Oh. Okay, sind diese Fähigkeiten jetzt schon aktiv oder muss ich die jetzt aktivieren? So, ich könnte jetzt mal einfach so aus Spaß hier reingehen und ihn erlegen. Aber allein weil er sich schon nicht bewegt, macht mir jetzt schon so ein bisschen Angst. So, wo bist du denn? Du hast irgendeinen Effekt, sehe ich gerade. 1000 Gold, also. Okay, ich weiß gar nicht, warum ich da alles auf unten stehen, da die ganzen Informationen schon. Okay, Geschicklichkeit 9. Möchte ich mit ein? Nein, ich glaube, ich will eher das machen. Okay, 16 Schaden, 9 Geschicklichkeit, 16 Schaden, 19, 10. Sie wird halt überleben. Machen wir mal ihn fertig. Warte mal. Okay, zweimal. Ich wollte schon sagen. Aber 29, nicht 30. Perfekt. So, sie wird von ihnen angegriffen, aber sie macht dicke Schaden wegen. So, ich kann ihn nicht erledigen, außer mit dem Leichtspeer vielleicht. Nein, kann ihn nicht doppeln. Okay, gefällt mir nicht. Kann ich dich doppeln? Verdammt. Okay, oh, perfekt, du erreichst ja gar nichts. Okay, wenn ich dich, kann ich nicht. Dreck. Das reicht nicht. Macht aber Reiten mehr Schaden? Ich glaube nicht, ne? Dreck.
Ich glaube, wenn ich den Dings hier ausrüste, dann bin ich wieder zu langsam, ne? Okay, was ist das Schlimmste, was hier passieren könnte? Er wird niemanden hier one-shotten, ne? Und er erreicht hier sowieso niemanden. Von daher könnte ich eigentlich ins Dorf hingehen. Warte. Du machst ja nichts an Schaden, sehe ich gerade. 3 Schaden. Was machst du? 11. Also du hast mich mit 2 Schlingen weg. Von daher kann ich eigentlich den hier machen. Rang schwer. Oder ich mache den hier. Damit ich schneller an den Dingen. Mal so. Okay. So. Hier muss ich mich noch entscheiden. Ja, hier mit einem Ding am struggeln ist, ne? Ein so ein Typen. So, ich kann. Du kannst noch aus dem Nahkampf angreifen. Das ist schon mal sehr dämmerliche für dich. Ausweichen bringt nichts bei Magie. Also wenn ich das gut anstelle, dann kann ich ihn. Okay, du musst aber treffen. Er überlebt nur einen Angriff. Von daher schicken wir ihn hier so hin, damit er in Reichweite von anderen Leuten noch ist. Ich glaube, Fram ist auch in Reichweite. Nö. Okay, oh Gott. Dann kann ich mit ihm vielleicht noch helfen. Ja. Okay, gut. Läuft. Oh Mann. Ich hoffe, die sich nicht verteidigen kann. So viel dazu. Ich weiß ja nicht, was hier noch alles kommt. Da kann ja noch alles möglich passieren. Okay, er könnte ihn neu erledigen im nächsten Zug. Mit 1 AP. So. Au. Oh, ein Kritschertreffer. Ist schon viel zu stark, ey. Viel stärker als mein Hauptcharakter. Okay. Mann, ich muss nach oben. Ich muss die Charaktere da mal rekrutieren. Machen wir das mal. Machen wir dahin. Voll die Verschwendung, ich weiß, aber. So, du musst ihn jetzt treffen, ne? 92%, da ist eine Chance daneben zu hauen. Sehr gut. Okay. So, dich kann ich doch verprügeln, ne? Ja. Aber so, dich machen wir eine Leichtlanze, weil 13 hundertprozentige Trefferchance. Ich glaube, dank Singot hat er sowieso schon unglaublich viel Trefferchancen, aber was soll's. So, und dann bringen wir uns schon mal hier hin. Ich weiß, er kommt gleich irgendwas. So, das Problem ist, hier kann niemand angreifen außer Fram. Weil jeder andere stirbt hier durch einen Konter. Ja. Dann aber ich muss Leute heilen. Komm, mach ihn fertig. Doof. Doof. Vorher auf dem Boden landet schon. So. Dann machst du eben platt, damit du von den Ladies hier noch Supportpunkte bekommst. Ja, Eddie, du gehst da oben hin, triffst den Leuten da. So, ich könnte dich natürlich hier mit
muss ich glaube ich sogar, ne? Hast du jemanden da ansprechen? Nö. Verteilen wir uns aber ein bisschen. Warte mal, überlebst du überhaupt den Angriff? Ja, tut sie sogar. Sie ist schon defusioniert, aber... geht auf ihn los. Warum mache ich mir eigentlich die Mühe? Oh, danke schön. Aber bleibt mal ein bisschen auf. So. Das Tutorial nicht Fram gezeigt, dass sie irgendwie mit ihm reden konnte. Okay, gehen wir und rekrutieren ihn hier. John. Ah, kein, wir reiten zusammen. Thema im Hintergrund. Ja, mit ihm muss ich jetzt wahrscheinlich mit seinem Vater reden, ne? John hat sich eine Gruppe angeschlossen. Mit ihm muss ich wahrscheinlich jetzt mit seinem Vater reden, ne? Oder auch nicht. So, haben wir ihn schon abgecheckt. Der Sohn eines Arztes aus Firen, der sehr hart arbeitet und mit vielen, um so viele Leben zu retten, wie er kann. So, was für ein Level ist er? 1. Oh Gott, da wird ein bisschen tough. Gott, er hält ja überhaupt nichts hier. Kannst du nicht ihn, erledigen? Ja, vielleicht. Mal kurz gucken. Ja. Lass mich mal kurz dich hochheilen. Okay. Ja, ich mir schon gedacht, dass man nur einen von ihnen hier rekrutieren kann, weil dann hätte man ja schon 3 Heiler am Anfang. So, das wäre perfekt. Der nicht kritten. Danke. Und dann schnappst du den Kill. Oh, perfekt. Ich bin zwar ein Doktor, aber von wo ist noch mal diese Meme? Ich bin zwar ein Heiler, aber das ist irgendwie so ein Charakter mit irgendwie ein Arzt mit einer Knarre in der Hand. So, ich bin zwar ein Arzt, aber so, ich hoffe wirklich, ich habe jetzt der Grund, warum ich ihn jetzt nicht rekrutieren kann, ist, weil er entweder nicht rekrutierbar ist. Johns Vater. Ich hoffe aber wirklich, das liegt jetzt nicht da, weil ich irgendwie nicht den richtigen Charakter oder so mitgenommen habe, ne? Dass ich jetzt irgendwie Wanda hätte mitnehmen müssen oder so. Also sonst muss ich das Kapitel noch mal machen. Ja, vielleicht kriege ich ihn am Ende. So, ich will hier hin, um mein Ding hier aufzuladen. Du schnappst dir das hier. Energietropfen, das ist hört Stärke dauerhaft um 2. Cool. Ach, danach kannst du dich nicht mehr bewegen. Okay. Da sind gar nicht mehr so viele Gegner übrig. Sind nur 2 Gegner übrig, sehe ich gerade. Ganz schön einfach dieses Kapitel im Vergleich zu den. Vergleich zu dem letzten, ich meine, das ist eine Nebenquest, aber Nebenquests haben es normalerweise auch voll in sich.
Oh, danke. Nehme ich meine Erfahrungspunkte weg. Gehen wir mal hier rein oder hier rein. So, ich glaube nicht, dass ich Waffen noch brauche, ne? Durch Heilungen auch Supportpunkte. Ja. So, ich hätte echt gedacht, ich könnte ihn ansprechen mit seinem Sohn. So ähnlich wie Garcia und Ross aus Fire Emblem 8. So, er macht mich fertig, wenn er auf mich losgeht. Ich werde definitiv ein bisschen Schaden hier nehmen. Ich kann auch nicht mal hier rein. Oh. Na gut. Okay. Ich bezweifle, dass du eher auf ihn losgehen wirst, aber man kann es ja mal versuchen. Hm. Bewegen wir einfach nach unten. Auch gerade, er hat nur einen Stab ausgerüstet. Okay, ich glaube, das Kapitel haben wir in der Tasche. Außer kommen noch einige böse Überraschungen. Ich glaube, ich sehe gerade. Der ist voll in Reichweite von einem der Dorfbewohner. Kollege, beweg dich da weg. Einer kommt direkt auf dich zu. Und zum Glück habe ich Dings hier gerade aufgeladen. Es war ein bisschen Verschwendung, aber ja. Oh, du bist der Boss. Oh, warte mal. Macht er uns fertig? Ich glaube, der macht uns fertig, oder? Okay. 19? Nein. Hat einen Stahlbogen. Problem ist. Reichen den gar nicht. So. Nee, er kann ihn echt nicht ansprechen. So, du willst ja nicht mit einem Schlag weg sein, ne? Hurra. Oh Gott, der macht 22. Er überlebt gerade noch so. Hey, wie sieht's mit dir aus? Du überlebst auch nicht zwei Angriffe. Okay, da muss ich dich halt von der Ferne aus angreifen. Ach, sie hatte ich auch noch. Oh. Aber wir sollten das eigentlich in der Tasche haben, ne? Er wird definitiv auf ihn losgehen. Das sehe ich jetzt schon. Bist du gedoppelt, wenn du ein Langspeer aus? Nein. Oh, Koopschlag, perfekt. Oh.
Sag. Ich Glück hab, killt sogar John ihn. Ah, Dreck. Okay, wir sollten halt eigentlich überleben, ja. Okay. Warum macht er denn jetzt noch weniger Schaden? Ich weiß ja gerade irgendwas aktiviert, so heilige Haltung oder irgendwie sowas. Oh, mitten in den Sound reingeballert. Oh, sie hat aber schon so ein hohes Level, Mann. Okay. Dach, weil er nicht kontern kann. Ja, okay. 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 Kollege, er hatte ein paar, ihm fehlten ein paar halb HP. Jetzt ruhig heilen können, okay? Mach ich daneben selber. Oh, Level up. Fram trotzdem irgendwie noch ein Level up abgesiert. Sehr gut. Sehr gutes Level up. So, am besten wäre ja, wenn du den Kill kriegen würdest, ne? Außer du kriegst jetzt ein Level up durch Heilung. Aber glaube ich nicht. Ich will lieber heilen. Auf die Weise kriegen zwei Leute noch Erfahrungspunkte. Er kriegt Erfahrungspunkte durchs Heilen. Jemand anders kriegt jetzt Erfahrungspunkte durchs Killen. War ja nichts mehr anderes, ne? Da kam mir schon ein bisschen zu einfach vor, das Kapitel. So, Butcheron. Du brauchst Level, habe ich so ein Gefühl. Okay, kriegt immer noch kein Level ab. Wir haben alle Dorfbewohner gerettet. Ich nehme an, das ist was wert, ne? Aber ich werde trotzdem voll pro von der Belohnung. Belohnung, Belohnung. Flut, hey. Muss ich mir nicht eins holen? Freiwasser. Selin und Celica, ja. So. Ja. Ich werde natürlich direkt nach diesem Part mal nachschauen, ob man ihn rekrutieren kann, dem Vater oder nicht. Ich nehme an, nicht, ne? Ich bin euer Gott. Weißt du, du kannst doch einfach nur deinen Vornamen sagen. Der muss nicht immer direkt deinen Titel hier flexen. Das übliche halt, ne? Da gehe ich lieber da draußen und riskiere mein Leben. Jetzt bin ich mir ziemlich sicher, der Vater nicht. Wie kurz ihr weiß.
Was mir nie im Leben passieren möchten leben. Hast du was dagegen, wenn mein 10-jähriger Junge mit euch kommt und die Welt rettet und irgendwie gegen Monster kämpft und so? Ja klar, warum nicht? Nur ein Fire Emblem. Ja, ey, wir haben einen neuen Charakter. Boom. Oh, jetzt können wir hier rumlaufen. Boom. Danke, dass ihr mich mitnehmen werdet, Göttlicher. Ich werde versuchen, mich nützlich zu machen. Pass gut auf John auf, Göttlicher. Er wird zu einem feinen jungen Mann heranwachsen. Es ist ein trauriger Tag, wenn dein Junge sein Nest verlässt. Aber wenn er sich das wünscht, so werde ich ihn unterstützen. Okay. Vielen Dank, dass ihr für unser kleines Dorf gekämpft habt. So, ich habe eigentlich vorgehabt, in das nächste Kapitel immer so nachzugucken, so im Sinne von, was uns als nächstes irgendwie erwartet, damit ich irgendwie schon mich vorbereiten kann und so. Aber hier wird es doch ein bisschen länger dauern, wenn ich mich hier wieder umsehen kann und so mitnehmen. Niemand gesehen. Aufgenommen. Ja, nennen wir es aufgenommen. Habe ich diese Hühner jetzt einfach verpasst? Macht euch keine Gedanken um mich, Göttlicher. Ich bleibe gerne im Hintergrund und sehe euch beim Plaudern und mit den anderen zu. Welch herrlicher Ort. Ich wünschte, ich könnte verweilen und die Aussicht genießen. Nach war halt irgendwie so ein Argument, so ein Kommentar, weil ich ihn nicht mitgenommen habe letztens. Zeigen wir diesen, bleibt uns eigentlich nur eines: Tee ernten, Medizin erstellen und beten, dass bald alles wieder so viel früher sein wird. Okay. Die Landschaft könnte ein Bilderbuch-Entsprung sein. Ich möchte wissen, dass was für ein... Hey, das darf ich nicht verraten. Ihr möchtet wissen, dass was für ein... Werde ich nicht verraten. Wir sind nicht nur für unseren Tee, sondern auch für unsere Orangen berühmt. Hier, ich schenke euch welche als Dankeschön. Blub. Da seht ihr diesen Zaubertrick? Ich kann einfach Orangen in meiner Hand zaubern. Ich werde es wieder tun. Boom. Da, schon wieder. Ha, da, schon wieder. Ha, ha. Und nochmal. Ha. Ha. Schließlich unser Team an. Wir brauchen eine Magierin wie dich in unserem Team. Ja, verarbeiten unseren Tee in eine spezielle Werkstatt. Eine einzige Teesorte kannst du in unterschiedlichen Ergebnissen führen. Okay. Also man muss nicht wieder Tee trinken wie in Free Houses. Aber auch der nervige Funktion, finde ich. Mitnehmen. Das ist so merkwürdig. Ich gehe einfach in irgendwelche Dörfer und nehme die Tiere mit. Was zum... Dieser Krieg noch viel schlimmer wird, muss ich wohl selbst bald zu den Waffen greifen und diese Schlacht ziehen. Wir leben wirklich in Gefechtszeiten. Ich hoffe, dass ihr wenigstens dort, wo ihr herkommt, auch alles im Lot ist. Ja, was das angeht. Ich kann euch gar nicht genug dafür danken, dass ihr unsere Ernte gerettet habt. Diese Felder hier sind unser Leben. Reis. Nichts macht mich noch zufriedener als die Teeernte. Solange ich mich auf meine Arbeit konzentrierte, muss ich nicht viel über den Krieg nachdenken. Okay, cool. Noch mehr Orangen. Orangen tun wahre Wunder für die Gesundheit und schmecken tun sie auch noch. Und voll nervig zu essen sind sie auch. Ich hasse jetzt diese... Ich hasse es, Orangen irgendwie zu schälen oder Mandarinen oder so. Ach. Das ist der nervigste Prozess einer ganzen Sache. Mit der habe ich schon gesprochen. Die glaube ich auch, weiß ich nicht, egal. Oh, Stahlbarren, sehr gut. Die braucht man zum Hochleveln von Waffen. Eure Haarfarbe fasziniert mich. Ist sie heute angesagt? Wir hinken hier der neuesten Mode immer ein bisschen hinterher. Oh, guck dich mal einer diesen Typen an. Wir sind hier auf der Insel von nichts als Wasser umgeben. Wie sind diese Monster bloß hier hingelangt? Ja, einer von denen hatte einen Pegasus. Einen schwarzen Pegasus. Ich bin ein wenig stärker geworden. Hoffentlich wirklich langsam ein wenig wie ein echter Büter der Drachen. Ja, mehr Gacha-Punkte.
Unser Dorfarzt ist bei allen beliebt. Er ist einfach wahnsinnig gut und freundlich obendrein. Er ist einfach wahnsinnig. Oh, 120 Eisenbahn. Ich mir definitiv 150 Fragmente. 150 Orangen. Ah, schade. Bis vor kurzem beschränkte sich mein Kampfgefangen aus Schaukämpfen, aber nun fühle ich mich sicher genug. Also die Leute, die ich immer mitgenommen habe, die geben mir immer so Punkte oder was? Weil sie es hier so gut duftet? Nein, kann nicht sein. Geh lieber einnehmen. Ordentlich Sicherheitsabstand. Kämpfe in einer Schlacht sind etwas ganz anderes als Trainingskämpfe, aber ich gewöhne mich allmählich an sie. Ist ein besser Training als eine gute Schlacht, niemals. Ich fühle mich sehr viel stärker. Ich habe mich besser geschlagen, als ich dachte. Möge dies in unserem uns dem Frieden näher bringen. Sie ist irgendwie die stärkste Charakterin, die ich im Moment habe. Sie geht einfach irgendwo rein, mitnehmen. Sie gehen einfach irgendwo rein, haut irgendwas kaputt und boom. Voll krass. Hier gibt es so viele interessante Dinge zu sehen. Vielleicht nehme ich ein Emblem mit und gehe auf einen Erkundungsspaziergang. Stimmt, die haben ja jetzt auch Ringe. So Bootleg-Ringe. Sind euch so unendlich dankbar. Bitte verstatt uns, euch zum Tee einzuladen, wenn dieser Krieg endlich vorüber ist. Gerüchten gesagt, dass unser Tee derart gut ist, dass uns manchmal sogar die Prinzessin selbst besuchen kommt. Aber verkleidet natürlich. Als was denn? Als ein Bär, als der Grinch oder der Weihnachtsmann. Ich weiß nicht, warum ich auf einmal nach auf Weihnachten gekommen bin, aber egal. So haben wir mit allen geredet, ne? Gut. Ich glaube, wir haben alles, ne? Wer steht da oben? Hab ich da schon geredet? Ja, Wanda und Luis. Oh, Louis, vielleicht Louis Defini. Da gehen wir mal zum Somniel, weil ich mal hier was ausprobieren will. Ich habe nämlich jetzt hier den anderen Controller, den Switch Controller, ja, also die Joypads, wie auch immer die sich nennen, Joy-Cons, wo man die Amiibos draufpacken kann, und dann versuchen wir mal und gucken, was die uns bringen, ne? So, hier sind schon wieder alles neue Sachen gespawnt und so. Okay, da ist irgendwas Neues, irgendwas Gelbes sehe ich da. Da gibt es ja eigentlich neue Sachen direkt. Ja, warte mal, warum? Weiß nicht, warum ich da nachgeguckt habe. Aber die sagen immer noch das gleiche anscheinend. Ja, ich glaube, diesen Somniel-Kurs, den mache ich aber dann ja offscreen, weil ich jetzt nicht noch mal durchrennen. So, warum ist der gelb? Er sagt, ich kann wieder trainieren. Unterstützung. Ach, Dings. Support. Support-Konversation, mein Gott. Kann ich die Arena jetzt auch wieder benutzen? ごめんなさい。悪気はないんです。でもつい。もしかして身だしなみに変なところでも？いえ、そういうことではありません。ではなんですの？はっきり言ってくださいまし。ATAはいつも前向きですよね。そんな前向きな心が外見にも溢れていると思っていたんです。 Irgendwie voll ernst aus die ganze Zeit. じっと見てくださっていたと。すみません。嫌でしたらやめます。全然いいですわよ。神龍様のお役に立てれば光栄ですわ。こんな私でよろしければいつでも眺めてくださいな。ありがとうございます。もう多少は気恥ずかしいですが、少し運動すれば消えせます。 So. Ach, mit dir haben wir eine neue Seite jetzt. So, bekomme ich jetzt hier wieder einen neuen
Bonus hier. Ich will mal Kniebeugen machen. Bewege beide Sticks der Anzeige entsprechend. Hier geht es um Rhythmusgefühl. Oh Gott. Folge den Anweisungen mit endet die Übung. Oh Gott. Okay. Ja, Zombie. Mit Zombie trainieren. Ja, warum nicht? Oh Gott. Karada bedeutet Körper. Atama bedeutet Kopf. Ashi bedeutet Bein. Oh Gott, warte mal. Ute bedeutet Arm. Ich glaube, Hana bedeutet Nase. Ich weiß nicht, warum ich jetzt hier japanische falsche. Das ist voll schwer, irgendwie verschiedene Richtungen zu drehen. Ich will mal gucken, welche Richtung ich hier drehen muss. Wegen ein Fehler, ne, das gibt's nicht. Beistand. Cool. So, jetzt kann ich halt immer offscreen machen. So, ich würde dann sagen, ich sammle die ganzen Sachen ja offscreen ein, weil ich jetzt nicht noch mal hier durch das ganze Ding rumrennen will. Was ich aber machen will, ist die Arena und ein Unterstützungsgespräch. Ich glaube nicht, dass wir einen Sneak Peek zum nächsten Kapitel ja schaffen. Ich wollte eigentlich schon ins nächste Kapitel reingehen, so in der Hoffnung, dass ich vielleicht in einem Part mal ein Kapitel abschließen kann. Aber daraus wird, glaube ich, nichts. Das heißt, ich werde immer ein Kapitel in zwei Parts hier einteilen. So, weil ich jetzt einen Nebenquest gemacht habe, kann ich jetzt... Ich soll vielleicht erstmal die Unterstützungsdinger hier loswerden, bevor ich... Wie mache ich das? Oh ja, ich habe eine Menge hier. Selene und Etty zum Beispiel. Etty ist heute sehr gefragt anscheinend. Ach ja, die kennt sich ja. Wegen dem Bruder, Alfred. Ist nur ein epileptischer Anfall in 3, 2, 1. Okay. Und Fram und Clan. Hey. Stimmt, ich habe sie ein bisschen. Ich habe die beiden. Ich habe den Bruder die ganze Zeit mit Fram. Geil. Entschuldigung, haben Sie einen Moment, wo wir bei unseren Lord und Herrscher dem Würmgott zu reden? Ach ja, er wollte irgendwas anderes machen, ne? Sie hat ihn irgendwie dazu überredet. Ich
ごめん、やっぱりやめよう。え、こんなに人が多いところじゃ恥ずかしくて配れないよ。それに今更寿司の中身がおかしくないかとか気になり始めちゃって。そんな、イグジナスでごめん。これじゃ竜の守り人どころか、僕は僕は神竜様の番も失格だ。ごめんねフラン。 Er ist echt eine Krise. Weiß nicht. Schafft andere zu überzeugen, dass ich awesome bin. Okay. So. Also mein Instinkt war jetzt natürlich, mit Emi reinzugehen. Das Problem ist, er muss ja dann gegen andere Charaktere kämpfen, ne? Und jeder andere ist stärker als er, ne? Von daher, wie läuft denn das jetzt hier? Ich kann aber machen, ne? Ich habe mal B gedrückt. Aber wir kriegen trotzdem Erfahrungspunkte. Das ist doch perfekt dann. Ja, dann mal weiter, ne? Warum hat er denn gegen Dings gekämpft? Habe ich dann ausgewählt? Nee. Ja, mach mal weiter, ne? Ich meine, er bekommt definitiv weniger Erfahrungspunkte. Okay, vielleicht wird er wieder doppelt. Ne. Viel zu viel Schaden. Willkommen in unserer Armee, Knirps. Ich glaube, das bringt es nicht. Okay, wer aber hier mal ein Level Up noch abkassieren könnte, wäre. Wieso bin ich denn auch noch Level 6? Ey, das gibt's nicht. So, Butcheron. Komm, versuch du mal. Level 7 erreichen. Bis kurz vor Level 7. Jetzt kommt der John. Wir kommen in der Armee, Knirps. Oh mein Gott, ey. Ja, ich nehme einfach an, wenn man gewinnt, dann kriegt man halt mehr Erfahrungspunkte, ne? Geschicklichkeit und Verteidigung. Ja, geht. Kämpfer waren noch nie so meine Lieblingseinheiten. Die treffen nix, die sind voll langsam. Machen dicke Schaden, das war es auch schon. Und haben eine Menge AP. So, dann will ich mal sehen, was die Amiibos hier machen, ne? Ich hoffe, die geben mir jetzt nicht irgendwie so was überpowertes. So, oh, all deine Einheiten bekommen jetzt plus 10 AP. Nein. Warte mal, ich habe offscreen, habe ich mal mit irgendjemanden hier geredet? Ich glaube, ich habe irgendwas für meinen Pass hier bekommen. Ja, das hier. Aha. Ich habe Klamotten bekommen. Weiß nicht genau, warum ich das nicht schon vorher bekommen habe, aber was soll's. So, und die ganzen anderen Sachen hier, mein Tierchen füttern und all sowas, da werde ich dann alles offscreen machen, weil das mache ich jetzt nicht jedes Mal. Jedes Mal, wenn hier irgendwo was Neues ist. Ich nehme jetzt nicht an, die Leute haben hier irgendwas Neues zu sagen oder so, und ich renne jetzt ja nicht noch mal eine halbe Stunde rum. Alles zu zeigen. So, lies Amiibo ein und behalte Items und Belohnungen. Liest du ein Fire Emblem Amiibo ein, winkt dir eine besondere Belohnung. Okay. Kostüme. Marv-Stil. Celica-Stil. Ticket einlösen.
Ah, das sind die ganzen Charaktere, ne? Musik. Oh, das ist ein Rekrutierungsthema. Nee, das ist ein Anfangsthema von. Oh, ich hätte lieber Elms Thema. So, wie es der Zufall will, habe ich eine Menge Fire Emblem Amiibos. Muss ich nur mal kurz raus. Ich hätte vielleicht schon vorbereitet. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich das so zeitmäßig schaffe. Aber gehen wir mal und lesen mal ein paar an, ne? Jetzt nicht alle, weil ich habe eine Menge. Aber so ein paar. So drei Stück. Nehmen wir mal drei Stück, okay? Nehmen wir mal drei, die wir alle kennen. Und zwar... Wo ist er? So, ich habe mir mal... drei Charaktere genommen, die wir hier kennen. Ne? Erst einmal haben wir ja Marv. Boom. Modeticket halten. Musikticket halten. Wir bleiben noch 4 von 5 Scans. Scans werden 10, 20 Stunden. Ah, okay. Okay, Tickets kriege ich dann nur. Okay. So, dann habe ich Celica. Ich habe eine Celica Amiibo von Fire Emblem Echoes. Modeticket, das ist alles, was ich kriege. So, dann haben wir noch Ike. Modeticket. Ich glaube, das ist alles, was ich hier kriege, ne? So. Wenn ich noch zwei einlesen kann, dann nehme ich das natürlich, ne? Und zwar... zwei Smash Amiibos, und zwar einmal Robin oder Darain, warum auch immer der im Fire im Smash Bros so heißt, und Roy. So, okay, dann haben wir 5 Einkennen. Ich dachte, ich kriege eine super geile neue Belohnung oder so, ne? Ach, kann jeder dann die Klamotten tragen? Oh, ich hole mir die einmal, ne? Ah, warum nicht, ne? Boom. Ah, warte mal. Warte mal, sie hatte gerade. Muss ich gleich mal. So, Musik. Und das hat Lied das abspielt, wenn man Kapitel startet. Fire Emblem 1. Okay, cool. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt mehr gedacht, da jetzt kommt. Aber okay. Was soll's. So, wenn ich jetzt noch mal lese, kriege ich dann noch mal so Tickets. So, wo kann ich jetzt noch mal ändern? Ja. Yeah. So, dann gucken wir mal. Ich nehme an, die Mädels können dann alle in Dings rumlaufen, ne? Ja. Vor ihrem Partner Look hier rumlaufen. Ja, mal schauen. Vielleicht war ich das, keine Ahnung. Na gut, ich erledige dann meine täglichen Runden hier im Somnial, und im nächsten Part können wir ja mal ins nächste Gebiet hier gehen, ne? Ich kann schon mal da gucken.
Vielleicht schaffe ich das sogar mal in einer Stunde oder so. Am besten wäre, wenn die Parts immer so vorbei sind, ne? Wenn ich kurz davor bin, gerade Gefechte. Manchmal werden Reiseziele, die du bereits besucht hast, von neuen Gegnern oder Verzerrten eingesucht. Zufallskämpfe. Wenn du dieses Reiseziel, wenn du zu diesem Reiseziel zurückkehrst, kannst du optionale Gefechte bestreiten. Durch Abschließen von Gefechten kannst du Erfahrung und andere Belohnungen wie Gold oder Items verdienen. Okay. Die will ich in der Regel allerdings nicht machen, weil dann kann man sich irgendwie überleveln. Klasse Basis Level 9. Level 9 ist nicht das nächste Ding weniger als 9. Level 6. Was? Egal, hier gehen wir in der nächsten Folge rein, ne? Gut. Haben wir dann auch abgeschlossen, ne? Ich nehme an, die ganzen Amiibos lasse ich dann auch irgendwie so offscreen einscannen. Ich meine, wenn ich nur so Musik-Tickets und so bekomme, dann braucht man das jetzt nicht unbedingt sehen, ne? Ich kann mir sowieso jetzt noch nichts, gar nicht, glaube ich, noch nichts holen, ne? Weil ich halt nichts anderes kaufen kann. Na gut, dann war's das für diese Folge, ne? Ich werde, hatte ich jetzt überhaupt Unterstützung alle abgeschlossen? Ja, ne? Ja. Gut, ich werde dann hier, weiß nicht, Insomniel alles mögliche noch machen, was ich ja machen musste, Gegenstände einsammeln und so. Und dann in der nächsten Folge sehen wir uns dann hier im, ich wollte eigentlich da oben gehen, sehen wir uns da oben im nächsten Kapitel, das Kapitel 6, ja, Kapitel 6 ist, ne? Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht in der Story. Gut, ich bedanke mich alles fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr alle mal ein Like, ein Abo, ein Kommentar hinterlassen würdet, ihr Geizhalsiger. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüssikowski. Blubla.